Bringen. Was ist? Warum kannst du nicht aufhören, sie zu provozieren? Solche Blumen habe ich zu deinem ersten Geburtstag geschossen. Frag sie mal, ob sie sich noch daran erinnert. Danke. Erzähl mir was über meinen Nachfolger. Ist er jetzt eingezogen? Noch ist er verheiratet, weißt du das? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sag mir doch einfach mal, wie du ihn findest. Warum sagst du nicht, wie du ihn findest? Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich nicht mehr treffen. Deine Mutter liebt ihn. Liebst du ihn auch? Mann, hör auf! Ich habe eure Ehe nicht kaputt gemacht. Ich vielleicht? Ja. Vielleicht hat sie dir das ja nicht gesagt, deine Mutter. Sie hat mich mit ihm betrogen. Sie hat mit Frank Berger angefangen. Kriege ich keinen Kuss? Ich rufe dich wieder an. Patricia kommt. Für sie ist das alles eine Katastrophe. Wie kannst du das ändern? Indem du mich wegschickst. Das werde ich ganz sicher nicht tun. Wir haben mit dem Essen auf dich gewartet. Ich habe keinen Hunger. Keinen Kuss? Und ich nicht? Das muss reichen. Dann können wir essen. Du isst was. Ich geh schon. Dubinsky? Moment bitte. Frank? Deine Frau will dich sprechen. Ja, was ist?
Berger? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Was soll denn das? Lassen Sie das sein. Ja, wer ist da? Ich bin's. Wollte mal hören, was du so machst. Ich wollte vorhin zu dir, aber du hattest dich eingeschlossen. Wolltest du kontrollieren, ob Frank hier geblieben ist? Ich weiß, wie schwer das für dich ist. Wie war's mit deinem Vater? Tut er dir leid? Ich weiß, dass er dir leid tut. Warum sagst du denn nichts? Patricia? Hörst du mir überhaupt zu? Ich habe mit ihm geschlafen. Mit wem hast du geschlafen? Mit Frank. Sag das nochmal. Du hast mich schon verstanden. Liebst du ihn? Nein. Ich hasse ihn. Ich wollte nicht, dass es passiert. Geh auf dein Zimmer, wir reden morgen weiter. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Bitte geh. Frau Werner, wenn Sie bitte mal kommen würden. Ich komme sofort. Würden Sie bitte meinen Mann an den 10 Uhr Termin mit Willinger und Co. erinnern? Ich glaube, Ihr Mann ist noch gar nicht hier. Berger? Patricia? Bist du auf? Gehst du nicht zur Schule? Nein, ich gehe nicht. Machst du bitte die Tür auf? Nein.
Dubinsky? Ich wollte dir nur sagen, Frank Berger ist letzte Nacht ermordet worden. Du kannst dich ja melden, wenn du Hilfe brauchst. Dubinsky? Also was denn nun? Dann müssen wir erst einmal über das Honorar reden. Was gibt es denn da zu reden? Das kennst du. Ist mir zu wenig. Ich habe noch ein paar andere, die auf den Job warten. Aber ich weiß vielleicht mehr als die anderen über den Mord. Also gut. Entschuldigung, Frau Berger. Herr Kress meinte, ich sollte mal nach Ihnen sehen. Danke, es geht schon. Haben Sie mich verstanden? Die Tür war zu, aber nicht abgeschlossen. Sind Sie immer die Letzte, die hier geht? Ich bin fast nie die Letzte. Leo, Frau Berger braucht meine Hilfe nicht. Also? Ja, der Stich ging direkt neben das Herz und keinerlei Anzeichen von Gegenwehr. Du, Riedmann will dir was zeigen. Ja, gleich. Tatzeit? Ja, so zwischen Mitternacht und 2 Uhr, circa. Hm. Sieht aus, als hat er hier geschlafen, hm? Leo, kommst du bitte? Ja. Brieföffner, das ist interessant. Frau Berger, können wir reden? Wann sind Sie heute Morgen gekommen? So um 9. Der Mann, war der schon hier? Er hat wohl hier geschlafen. In seinem Atelier. Warum das denn? Wir hatten einen Streit letzte Nacht. Und um was ging's bei dem Streit? Sie müssen nicht antworten, wenn Sie sich dadurch belasten. Ich belaste mich nicht. Mein Mann kam von seiner Freundin. Und seine Freundin, die kennen Sie? Er kennt mich, ich weiß ihren Namen. Jutta Dubinsky. Wo waren Sie letzte Nacht zwischen 12 und 2 Uhr? Zu Hause. Allein? Allein. Als Sie von Ihrer Sekretärin erfahren haben, dass Ihr Mann tot in seinem Atelier liegt, sind Sie da gleich rübergelaufen? Nein. Ich konnte das nicht sehen. Ich will mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Frank ist letzte Nacht ermordet worden. Dein Vater hat mich angerufen. Wahrscheinlich hat er es von seiner Zeitungsredaktion. Warum kann ich nicht weinen? Guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Sie wissen, was passiert ist? Dürfen wir reinkommen?
Wir würden gern mit Ihnen über Herrn Berger sprechen. Auf dem Präsidium. Und wann? Am besten gleich, wenn es geht. Einen Moment. Die Polizei ist da. Ich soll mit aufs Polizeipräsidium kommen. Was starrst du mich so an? Glaubst du, ich habe ihn umgebracht? Woher soll ich das wissen? Er hat dich mit mir betrogen. Er hat alle betrogen. Ich hole nur meinen Mantel. Brauchen Sie mich noch oder kann ich jetzt gehen? Sie können gehen. Wenn meine Kollegen hier fertig sind, wird dieser Raum versiegelt. Was suchen Sie eigentlich? Wir suchen nach Spuren, die uns zum Mörder Ihres Chefs führen. Auf Sie warten. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, rufe ich die Polizei. Das sollten Sie nicht tun. Ich weiß, was passiert ist. Was geht Sie das an? Sind Sie von der Zeitung? Ja. Soviel ich weiß, hatte Ihr Mann eine Freundin. Ach ja? Vielleicht sollten Sie im Moment besonders leise sein. Ach ja. Mein Name ist Dubinsky. Jürgen Dubinsky. Wussten Sie, dass Ihr Mann in der Bestechungsaffäre Wallroth voll mit drin hing? Ich möchte Ihnen zum Tod Ihres Freundes mein Beileid aussprechen. Haben Sie das bei seiner Frau auch getan? Ja, natürlich. Sie tut mir leid. Ich habe erst vor einem Jahr erfahren, dass er verheiratet ist. Sie sind auch verheiratet? Mein Mann und ich leben seit 2,5 Jahren getrennt. Ich bin dabei, mich scheiden zu lassen. Haben Sie Kinder? Eine Tochter. Sie ist 18 Jahre alt und geht noch zur Schule. Mhm. Und wie ging Ihre Tochter mit dieser Beziehung um? Na, so kompliziert ist doch die Frage nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was Ihre ganze Fragerei soll. Ja, wir versuchen, den Mord an Ihrem Freund aufzuklären. Und wieso sprechen Sie da mit mir? Na, wir reden ja auch mit allen anderen, mit Ihrem Mann zum Beispiel. Mit Frau Berger. Vielleicht reden wir auch mit Ihrer Tochter. Sie konnte ganz gut mit meiner Beziehung zu Frank Berger umgehen. Zufrieden? Woher wussten Sie denn vom Tod Ihres Freundes? Von meinem Mann. Er ist Reporter. Wollten Sie eigentlich auch, dass Herr Berger sich scheiden lässt? Das habe ich nicht verlangt. Bevor ich jetzt Ihre Aussage auf Band aufnehme, muss ich Sie fragen, ob Sie einen Anwalt wollen. Den brauche ich doch nur, wenn ich für etwas Angst habe. Ich habe aber keine Angst. Schön. Dann fangen wir jetzt an mit Name, Vorname, Geburtstag, Wohnort. Ein Drittel seiner Akten ist ja bei uns im Wirtschaftsbetrug. Das habe ich gemerkt. Er hat versucht, mit 250.000 Euro die Baumenschen bei Wallroth zu bestechen, um an einen Auftrag über 20 Millionen zu kommen.
Und das wollten wir ihm beweisen. Aber reicht das für die Konkurrenz, ihn umzubringen? Ja, das ist jetzt euer Bier. Also wir können uns das vorstellen. Das Geschäft ist hart geworden. Das geht schlecht, Leo, aber ich kann dir zuhören. Nein, aber das lässt sich erklären. Gut, machen wir. Ende. Sie wissen nicht zufällig, wo sich Ihr Mann gerade aufhält. Nein, woher denn? Warum fragen Sie? Wir wissen von Frau Berger, dass Ihr Mann für eine Zeitung den Mordfall Berger recherchiert. Er war schon immer ein Kamikaze. Für welche Zeitung arbeitet Ihr Mann? Er ist freier Journalist. Er hält es nirgendwo lange aus. Sie brauchen nicht mehr zu suchen. Mein Mann ist hier. Das ist sein Wagen. Was machst du hier? Das ist mein Haus. Unsere Tochter hat mich reingelassen. Lassen Sie mich raten, wer Sie sind. Da gibt es nicht viel zu raten. Mein Name ist Richter und das ist mein Kollege Heimann. Wir würden gern mit Ihnen reden. Auf dem Präsidium. Wenn es Ihnen recht ist. Und wozu soll das gut sein? Das werden Sie dann schon sehen. Meinetwegen. Das ist Hauptkommissar Kress. Herr Dubinski, treffen Sie sich. Sagen wir mal, wie naiv sind Sie eigentlich? Der Freund von Ihrer Frau wird ermordet und ausgerechnet Sie glauben, Sie müssten den Mord für eine Zeitung recherchieren. Und wieso nicht? Weil es durchaus vorstellbar ist, dass Sie der Mörder sind. Können Sie mir folgen? Das wär's doch. Reporter begeht den Mord, über den er berichtet. Ich wäre im Geschäft wie nie. Sie werden uns über jede Minute Auskunft geben, die Sie während der Tatzeit mit wem und wo verbracht haben. Über Ihre Rechte werden Sie meine Kollegen aufklären. Wahrscheinlich werden Sie mich gleich hier behalten. Mein Alibi taugt nichts. Sie werden kommen und dich fragen. Ich habe gesagt, du bist zu Hause gewesen letzte Nacht. Ach, und ich soll jetzt sagen, dass du nicht weggefahren bist? Du kannst sagen, was du willst. Aber ich habe geschlafen. Ich sag ja, du kannst sagen, was du willst. Vielleicht werden sie irgendwann dich auch fragen, ob du hier warst. Und dann wirst du mich brauchen. Hast du gesagt, dass ich mit Frank geschlafen habe? Nein. Warum sollte ich?
lass dich nicht stören. Nein. Sag mal, was willst du denn hier eigentlich noch finden? Die Wallroth-Unterlagen sind sichergestellt bei den Kollegen. Ich suche nach privaten Aufzeichnungen. Ach, und die hat er nicht zu Hause? Ach, das glaube ich nicht. Jedenfalls nichts über Liebesbeziehungen. Frau Berger ist übrigens auch da. Ja, ich weiß, sie hat mein Kaffee angeboten. Ja, ich sehe schon. Du willst mich hier loswerden. Hm? Aber nein. Aber ja. Frau Berger. Bitte. Danke. Haben Sie gewusst, dass gegen Ihren Mann ermittelt wird wegen aktiver Bestechung? Ja, ich weiß. Ein Riesenprojekt. Aber es stimmt nicht. Er hat gesagt, er hat nicht bestochen. Haben Sie ihm das geglaubt? Ich habe ihm schon lange nichts mehr geglaubt. Aber profitiert hätten Sie davon, wenn es geklappt hätte? Nein, hätte ich nicht. Mein Mann und ich hatten von Anfang an getrennte Firmen. Ich interessiere mich mehr für Ausbau und Sanierung. Ja, danke. Das war's dann schon. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie haben recht. Meine Liebe war nicht mehr groß genug, um ihn zu töten, wenn Sie das meinen. Frau Berger, das reicht nicht vor Gericht. Na, Schluss für heute. Ja, ich komme gleich mit. Bitte morgen früh 9 Uhr, Frau Berger, im Präsidium. Guten Abend. Das erledigt die Konkurrenz ja gar nicht mehr selber. Mord und Totschlag wird ja schon in Auftrag gegeben. Na, dann wird uns sicher nicht langweilig werden. Machen wir es so, ihr kriegt unsere Ermittlungsakten und dann müsst ihr halt sehen. Ich muss los. Nimm dir eine Brezel mit. Und bis dahin halten wir uns an dem fest, was wir haben. Ja, aber was haben wir denn? Na, Dubinsky. Fangen wir mit Jürgen Dubinsky an. Du hast aber nicht erwartet, dass wir den gleich hier behalten. Nee, ist ja alles noch offen. Also an die Arbeit. Mhm. Ich habe eben hier einen Kollegen getroffen. Wie lange will der eigentlich noch in unserem Büro herumsitzen? Bis er das gefunden hat, was wir suchen, Frau Berger. Bitte nehmen Sie Platz. Hier. Eben rausgekommen. Steht nichts drin, was Sie und ich nicht sowieso schon wissen. Baumafia. Frau. Freundin. Nur er selbst hat sich nicht ins Spiel gebracht, unser sauberer Herr Dubinsky. Ja. Das ist dann Ihre Sache. Ihre Liebe hat nicht gereicht, um ihren Mann umzubringen, haben Sie gesagt. Aber vielleicht Ihre Wut oder der Hass auf ihn. Ich habe Ihnen noch was mitgebracht. Eine Autonummer. Haben Nachbarn aufgeschrieben. Der Wagen stand stundenlang vor unserem Haus vorgestern Nacht. Du, fahr mal ein Stück zurück. Da, wo keine Nummer dran steht, das muss die 23 sein. Wollen Sie zu mir? Ja, wollen wir. Die Tür ist da vorne. Moment. Ja, Axel hier? Mhm. Jetzt warte mal. Ja. Aha. Alles klar. Bis später. Das war Leo. Der sagt, der Wagen von Jürgen Dubinsky ist in der Mordnacht mehrere Stunden vorm Hause Berger gesehen worden. Na, dann fragen wir mal seinen Vater. Ja. Guten Tag. Wir sind von der Polizei. Sind Sie Herr Dubinsky? Herr Walter Dubinsky? Ja, der bin ich. Vergessen nach einem schweren Unfall.
und von Beruf Rollstuhlfahrer. Tja, wollen wir reingehen? Das ist mir zu umständlich. Sie können gleich hier fragen. Wir ermitteln in einem Mordfall. Das tut mein Sohn gerade auch. Und Ihr Sohn tut gerade auch alles, um sich verdächtig zu machen. Der spinnt, wie immer. Wann ist denn Ihr Sohn vorgestern Abend weggefahren? Wieso weggefahren? Der hat bis 2:30 am Computer gesessen. Und dann hat er mich ins Bett gebracht. Das nehme ich auf meinen Eid. Das sollten Sie lieber nicht tun. Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Und zwar sofort. Ja, ist gut. Aber wir sehen uns noch. Und jetzt versuchen wir es in der Redaktion vom Münchner Tagblatt. Okay. Da bin ich wieder. Sagen Sie mir, was war? Sie glauben mir kein Wort. Wie muss man das verstehen? Sie können sich vorstellen, dass ich meinen Mann umgebracht habe. Hallo? Hallo? Was kann ich für Sie tun? Ich habe vor einiger Zeit Herrn Berger einen Brief geschrieben. Ja, und? Einen Brief, mehr privat. Den würde ich jetzt gerne wiederhaben. Könnten Sie den für mich suchen? Mit privater Post habe ich grundsätzlich nichts zu tun. Und da drin sitzt jemand von der Polizei und der sucht alles durch. Diese junge Dame möchte einen Brief zurückhaben, den sie mal an ihren Mann geschickt hat. Vergessen Sie es. Wer war das? Ich brauche den Schlüssel vom Tresor am Schreibtisch. Ja, also wenn er nicht am Schlüsselbund meines Mannes ist, dann weiß ich auch nicht. Danke. Ja. Frau Berger, irgendwie kann ich mich an einen Brief erinnern. Dubensky oder Dunbensky oder so ähnlich stand da als Absender. Das ist doch der Wagen von Dubinsky. Das ist er. Sag mal, der will uns wohl verarschen, oder was? Da muss er früher aufstehen. Hat er noch 3 Punkte.
Steigen Sie aus. Sie haben doch gesehen, dass wir hinter Ihnen her sind. Warum halten Sie da nichts an? Ich wollte es ein bisschen spannend machen. Sie kommen jetzt mit aufs Präsidium. Herr Kress hat Sehnsucht nach mir? Das ist schön. Bitte sehr, Dubinsky. Was schon wie zu Hause? Der Spaß wird Ihnen gleich vergehen. Ihr Vater hat ausgesagt, dass Sie in der Zeit, in der Frank Berger ermordet wurde, zu Hause waren. Wir wissen aber, dass Ihr Wagen vor dem Hause Berger gesehen wurde. Mein Vater wollte wieder mal meine Seele retten. Also was denn nun? Ja, ich stand vor dem Haus Berger. War Berger bei seiner Frau? Ja. Als er kam, sah ich, wie er und seine Frau sich stritten. Und weiter? Dann bin ich ihm gefolgt, zum Büro. Und dann? Dann sind Sie da eingedrungen und haben ihn umgebracht. Ja, so war's. Stehen Sie auf. Herr Dubinsky, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Frank Berger ermordet zu haben. Kommen Sie. Hände an die Tür, Beine bereit. Ich glaube, jetzt brauchen Sie einen Anwalt. Damit Sie es nicht so einfach haben, Herr Kress. Kommen Sie. Die Ermittlungsakten Wallroth und Berger. Ah, erst mal dahin. Danke. Jetzt weiß ich wenigstens mal, wie das geht. Sprechen Sie bitte nicht. Was ist das denn? Das ist der Teil der Ermittlungen, mit dem wir noch gar nicht angefangen haben. Na gut. Alles rüber zu Riedmann. Mhm. Der wird sich freuen. Du siehst aber nicht so aus, als ob der Mordfall Berger geklärt wäre. Ist er das, Leo? Selbst wenn Dubinsky es nicht war. Was dann? Da hat er jedenfalls gesehen, wer in der Nacht ins Büro von Berger eingedrungen ist. Frau Werner möchte eine Aussage machen. Guten Tag. Wer ist da? Ja, ich mach auf. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Können wir trotzdem mit Ihnen sprechen? Ist Ihre Tochter auch da? Wen wollen Sie denn mitnehmen von uns? Erstmal wollen wir reden, mit Ihrer Mutter und mit Ihnen. Sie können einen Anwalt hinzuziehen, wenn Sie wollen. Wir kennen keinen Anwalt. Wir brauchen auch keinen. Frau Dubinsky, wir möchten erstmal mit Ihrer Tochter alleine sprechen. Wollen Sie sich setzen? Ja, wollen wir. Danke. Bitte setzen Sie sich doch so, dass ich Ihr Gesicht sehen kann. Boah, was ist denn los? Wir würden gern von Ihnen wissen, was in dem Brief steht, den Sie an Frank Berger geschrieben haben und den Sie wiederhaben wollten. Und jetzt versuchen Sie bitte nicht, uns zu belügen. Das merken wir nämlich. Also? In dem Brief steht, dass ich ihn hasse. Dass ich ihn nie wiedersehen will.
und dass ich alles meiner Mutter erzählen werde. Er war ein furchtbarer Mensch. Was ist passiert? Erst hat er mich in seinem Büro betrunken gemacht und dann ist er über mich hergefallen. Und das haben Sie Ihrer Mutter erzählt? Ja. Ich habe Kaffee für uns gemacht. Ja. Frau Dubinsky, ich will offen sein. Patrizia hat Ihnen alles erzählt. Ja. Ein Teil des Verdachts fällt jetzt auch auf Ihre Tochter. Was wollen Sie jetzt hören? Spielen Sie uns gegeneinander aus? Unter diesen Umständen haben weder Sie noch Ihre Tochter ein Alibi. Was wollen Sie jetzt von uns? Ihr Mann hat behauptet, er hätte Frank Berger getötet. Und? Hat er das nicht? Kommen Sie bitte morgen früh mit Ihrer Tochter zu uns ins Präsidium. Guten Abend. Na, habt ihr schon eine Meinung? Ich möchte es mal morgen Vormittag abwarten. Ja? Hat er was gesagt? Na, wir sind gleich da. Ende. Das geschehen noch Zeichen und Wunder. Das war Riedmann. Jürgen Dubinsky hat sich in unser Büro bringen lassen. Und was will er da? Lass dich überraschen. Morgen früh hat Dubinsky seinen Anwalt bei sich, wegen dem Haftprüfungstermin. Ja, und? Wie willst du denn verhindern, dass der nicht schnurstracks zur Zeitung marschiert mit dem Wissen von Dubinsky? Wart's doch erst mal ab. Kann ich auch was zu lesen haben? Was denn zum Beispiel? Das, was Sie lesen. Das ist der Obduktionsbericht von Frank Berger. Wir kommen gerade von Ihrer Frau und Ihrer Tochter. Wie geht's den beiden? Glaube nicht so gut. Weswegen wollten Sie uns sprechen? Haben Sie irgendwas zu sagen? Die Wahrheit. Und? Die ist? Dass ich Frank Berger nicht getötet habe. Und jetzt möchten Sie aus der U-Haft entlassen werden? Ja, möchte ich. Warum sollten wir Ihnen das glauben, Herr Dubinsky? Weil ich Ihnen jetzt sagen werde, wer nachts um eins das Haus betreten hat, in dem Frank Berger sein Büro hatte. Und wer war das? Frau Berger. Rachel Berger. Jetzt hat sie die Sprache verschlagen, Herr Kress. Auch das müssen wir Ihnen nicht glauben. Sie bleiben in U-Haft. Mindestens bis zum Haftprüfungstermin. Und erst morgen um 11. Das hätte ich mir denken können, dass Sie meine Aussage nicht honorieren. Kommen Sie. Ich glaube, das war ein Fehler, Herr Kress. Morgen wird die Bombe platzen. Jetzt will er seine Haut retten. Nicht nur seine. Es gibt noch einen anderen Verdacht. Seine Frau und seine Tochter. Dann will er vielleicht seine Frau und seine Tochter schützen. Das ist schon besser.
Die Herren von der Polizei warten schon in ihrem Atelier. Welche Herren? Heimann und Richter. Und die sind einfach da rein? Ja, wieso nicht? Sieht aus wie ein Überfall. Ist das einer? Nein. Wir möchten Sie nur bitten, mit aufs Präsidium zu kommen. Ja, es hat sich eine neue Situation ergeben. Darf ich wissen, welche? Herr Kress möchte gern selber mit Ihnen darüber reden. Bitte. Sind Sie auch schon wieder hier? Ja, das muss dringend zu Leo. Nehme ich mit. Das ist ja alles ganz furchtbar. Sie glauben doch nicht, dass Frau Berger ihren Mann ermordet hat. Es geht nur darum, was wir wissen, Frau Werner. In einer Stunde sind Sie mich los. Ich habe das nicht gewusst. Sie hat seit mehreren Wochen schon Schlaftabletten gesammelt. Sich. Leo, Wiedmann hat den Brief gefunden, nach dem wir gesucht haben. Ah ja. Darf ich fragen, was Sie von mir wollen? Frau Berger, wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie Sie in der Nacht, und zwar zur Tatzeit, Ihr Büro betreten haben. Und da hat sich Ihr Mann aufgehalten. Sie können die Aussage verweigern. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht, wenn ich fragen darf? Weil ich nach dem Streit mit meinem Mann zu meinem Freund gefahren bin. Und geblieben bin bis zum Morgen. Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Es war mir unangenehm, auch mit meinem Freund aufzuwarten nach dem Tod meines Mannes. Hat der Freund einen Namen? Gerd Speichermann, Demelstraße 37. Ja, Kassier. Wo ist das? Ja, ich bin gleich da. Ende. Meine beiden Kollegen werden jetzt ein Protokoll mit Ihnen machen. Axel, einen Moment. Sag mal, was ist denn los? Du kannst doch nicht einfach so abhauen. Patricia Dubinsky hat einen Selbstmordversuch unternommen. Uff. Und was heißt das jetzt? Ja, frag mich was Leichteres. Was steht denn in dem Brief? Nein, etwa das, was Patricia Dubinsky ausgesagt hat. Mhm. Sag mal, meinst du, sie sagt uns die Wahrheit? Möglich. Dubinsky versucht einfach mit seiner Aussage seine beiden Frauen zu schützen. Mhm. Ja, Frau Dubinsky. Es tut mir schrecklich leid für Sie. Alles. Gibt es eine Nachricht von Ihrer Tochter? Ich möchte Ihnen das nicht geben. Das werden Sie aber müssen. Bitte. Ich will nicht mehr leben. Er hat mich zerbrochen, er hat unsere Familie zerstört. Er war ein furchtbarer Mensch. Ich habe ihn getötet, ich will nur noch weg. Ich liebe dich, deine Patricia. Sie können jetzt 10 Minuten zu ihr. Darf ich wissen, wer Sie sind? Mein Name ist Kress Kripo Mönchen.
Jetzt muss ich für viele Jahre ins Gefängnis. Hör auf. Haben Sie gehört, wie Ihre Tochter in der Nacht weggefahren ist? Nein. Ich bin aber gefahren. Ich habe Frank Berger getötet. Warum haben Sie das geschrieben? Ich wollte die Schuld auf mich nehmen. Meine Mutter hat es auch für mich getan. Frau Dubinsky, muss ich jetzt festnehmen, wegen des Verdachts, Frank Berger getötet zu haben. Nehme an, Ihr Mann hat gesehen, wie Sie in der Nacht in Bergers Büro gegangen sind. Herr Kress wartet hier auf Sie. Bitte, setzen Sie sich. Warum werde ich plötzlich aus der U-Haft entlassen? Weil nebenan jemand sitzt, dessen Geständnis wir gerade aufnehmen. Ihre Frau. Das wollten Sie eigentlich verhindern, nicht? Und Ihre Tochter hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Die ist in der Klinik. Ich habe alles falsch gemacht. Alles. Sie wird lange wegbleiben, meine Frau. Ja, das wird sie. Kann ich Sie sehen? Kommen Sie. Ich werde mich um Patricia kümmern.